Also mein Schwanz füllen. So, schon hören. Weißt du, was ich da manchmal mache, wenn ich mal wissen will, ob meine Kamera filmt? Mhm. Dann mache ich den einen oder zwei, den smarten Move. Aha. Ja, eine gute Idee von dir. Wo hast du die denn her? Kannst du lange suchen, bis du den YouTuber findest, bei dem ich das kopiert habe. Ja, okay, ey, ich werde. Achso, da ist jetzt die Halterung drüber. Okay. Scheiße, wir sehen das jetzt schon. Wird schon klappen. Ja, wird schon klappen, glaube ich auch. Ich kann es nicht schneiden, deswegen bleibt es einfach so hoch. Achso, okay. Du wirst alles mitbekommen hier. Okay. Also, hallo! Was geht ab? Servus! Der ist komisch, der ist jetzt nebeneinander sitzen, auch im Video. Ja. Wir haben jetzt schon über 2 Stunden geschmust und geredet. Ein bisschen auf die Fresse gab's. Naja, also ihr habt ja alle mitbekommen. Ich dachte, das war cool, die Kamera das jetzt zu sagen. Ja, wir sind ja schon. Oh, hallo! Fürs Thumbnail. Nee, also du hast einen neuen Freund, Nikolaus, habe ich gehört. Ja. Ich wurde das ersetzt. Ja, ich habe das Freunde machen, also ich habe das mal bei so einem YouTuber gesehen. Ah, okay. Der hatte Freunde und dann habe ich mir gedacht, jo, das mache ich nach. Freunde? Freunde. Und ja, ich würde mal sagen, so noch ein gutes Jahr ungefähr, dann ist der nächste dran. Ja, ey, meldet euch mehr gerne. Nein, okay, komm, lass mal kurz ernsthaft machen. Also Leute, ich habe hier mit Julian hier und haben uns echt getroffen. Ich habe dich angeschrieben, habe gesagt, jo, bla bla bla, ne? Und die hat ja alle mitbekommen von Beef hier und da. Digga, ich hab keinen Bock. Ich weiß nicht, ob wir jetzt echt nochmal alles aufrollen. Also. Nein, die Leute können sich ja die Videos anschauen, fertig. Okay, und ja, Mann, war scheiße, ne? wie soll ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie man anfangen jetzt soll. Ja, Digga, wir haben uns auf jeden Fall gebieft, sag ich mal. Unser erster Beef war ja auch kein. Es war kein schöner Beef. Weißt du, dass die Leute jetzt gelacht haben und gesagt, oh geil. Mir haben aber tatsächlich mehr Leute geschrieben als gedacht, dass sie denken, dass das ein Joke ist. Also das kann. Also schön wär's. Schön, weil die haben mir wirklich Leute geschrieben, ey, sag mal Julian, das ist doch ein Joke, oder? Ja, nee, war ja alles, sag ich mal, ernst. Das hört sich auch so scheiße an. Ach, war scheiße, sag ich mal, im Nachhinein gesehen, kann ich es euch auch sagen, oder auch Julian habe ich schon gesagt, ich habe mich da super krass reingesteigert, ne? Du hast drunter gelitten auf jeden Fall. Ich habe dir aber auch schon gesagt, ey, okay, das war schon, also war scheiße von mir. Digga, ich habe dich blockiert, ich habe dich nicht zu Wort kommen lassen, sag ich mal. Ich habe ja nicht mal die Konversation mit dir gesucht, weil ich habe ein Problem mit dir, aber statt zu sagen, hey Julian, das und das stört mich, habe ich gesagt, ja, block, tschüss, mäßig so. Und am Ende ist halt hochgekocht, weil ich ja noch einen dummen Kommentar geschrieben habe, Nico, ich habe halt, es ist einfach eine Kommunikation Müll gewesen von mir, ist einfach so, ne? Ich finde es trotzdem schön, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt hier sitzen, das ist jetzt nicht, also nicht jeder hat es gemacht, sind wir mal ganz ehrlich, viele haben einfach gesagt, ja, ich hasse dich für mein Leben und tschüss. Klar, also schon mal, Digga, diese ganze Geschichte war ja absolut unerwachsen so, das war ja einfach ein Ding, so wenn du das Gefühl hast, dass ich dich kopiere, mhm. Deine Art kopiere, also mich bei dir inspiriere und so weiter und so fort, dann ist das ja okay, das ist, kann ja jeder so für sich selber beurteilen, das ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ja, das ist ja mal, ne? Genau. Genau, und wenn du das denkst, dann ist das dein Recht, ne? Aber das Ding ist ja, dann setzt man sich hin und sagt, ey, yo, schau mal her, Julian, hör mal zu, ich habe das Gefühl, du machst dich so, okay, gut, dann telefonieren wir kurz, wir quatschen drüber und wenn man merkt, okay, gut, es funktioniert nicht, dann kann man ja sagen, weißt du was, dann gehen wir erstmal getrennte Wege. Aber halt so, dieses ganze Verhalten war ja unerwachsen und wenn jetzt diese ganze Geschichte auf unerwachsenem Verhalten aufbaut und du jetzt das erste Mal was wirklich Erwachsenes und das Richtige machst, dass du sagst, ey, lass doch mal so persönlich sprechen, dann wäre absolut dumm, wenn ich sagen würde, nein. Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du kommst, sag ich ehrlich. Das ist doch geil, man, schau mal, Digga, wir können, so haben wir das doch einfach ratzfatz ausdiskutiert, ausgequatscht, das ist was ganz anderes, als 4 Monate Stress zu machen. Genau, 4 Monate Stress zu machen, sich voll den Hass zu schieben, seinen Körper kaputt zu machen mit Stress und mit wenig Schlaf und was weiß ich und so weiter. Hundertprozentig, ne? Also ich kann auch mal sagen, jetzt im Nachhinein auch gesehen, habe ich auch vorher schon gesagt, ne? Jetzt, also die Leute, die das Video gesehen haben von dir. Sag nicht, dass ich den großen Schwanz habe, bitte. Nee, der ist gar nicht so groß, wie alle denken. Achso, okay. Nein, aber jetzt mein Nachhinein auch. Ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen schade, ich habe ja schon gerade gesagt, dass das Ende fand ich nicht so nice von dir. Dass du da so gesagt hast, so, hey, klar, das war eine Vermutung von dir und hier und da, aber ey, Ivanio handelt aus dem Grund so, weil er vielleicht nichts gönnerisch ist oder bei ihm jetzt nicht so läuft und hier und da. Und das habe ich, also ich, das hat mich ein bisschen verletzt in dem Sinne, weil, Digga, wir haben uns echt wirklich gut kennengelernt, weißt du, was ich meine? Und, Alter, ich wollte ja nie was Böses. Ich weiß, vielleicht kam es dann vielleicht. Aus deiner subjektiven Meinung so rüber, ne? Mhm. Aber ich wollte ja nie, ja okay, ich wollte nie schaden, aber ich wollte nicht sagen, nie öffentlich schaden, aber ich habe meine Wut an dir herausgelassen, emotional, sage ich mal einfach. Mhm. Was natürlich kindisch wie sonst was war. Mhm. Aber dafür entschuldige ich mich auch, ne? Dass meine Leute mal wissen, ja. Tut mir wirklich leid, dass ich da wirklich so scheiße, ich habe auch scheiße kommuniziert, mit dir, tut mir wirklich leid, auch dass ich beleidigt habe. Ich hoffe, dein Wichsleben läuft gut. Nein, aber du weißt mal, das war arschig, sowas zu schreiben, Digga. Was ich meine? Aber trotzdem, Digga, am Ende des Videos sage ich dir ehrlich, was du da gebracht hast, fand ich noch immer noch scheiße. Sag ich auch heute noch. Ja, ist okay, es ist ja auch dein gutes Recht. Ist ja auch Stärke, wenn du zu deiner Meinung so stehst und mir das auch ins Gesicht sagen kannst. Absolut. So, ich habe mir dabei, ich habe das nicht absolut nicht beleidigend gemeint oder so. Ich habe das gesagt, ich ziehe die Fakten. Also, wenn die Leute noch kurz wissen, was ich meine, du hast halt ja gesagt, yo, du glaubst, dass genau, ich halt eifersüchtig bin. Genau, das Video war Einleitung, dann war so quasi die Behauptung und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich dann, mein Kapitel hieß meine persönliche Meinung.
Und meine Vermutung, oder nee, meine was war das? Ach, weiß ich nicht mehr. Muss man mal gucken, dann einfach. So, und da habe ich halt gesagt, ja, ich glaube halt, dass deine Intuition, warum du das Ganze gemacht hast, unter anderem war, aus Geld hinaus, weil halt die Geschichte mit Madeira und so weiter und so fort, habe das da erklärt. Mhm. Und das waren aber alles reine Vermutungen, oder eine reine Vermutung, die ich mir selber im Kopf gedacht habe, das könnte vielleicht eine Erklärung für das ganze Handeln sein. Das ist aber kein Fakt. Und das war einfach nur für mich eine reine Ding, wo ich mir dachte, ja, das könnte sein. Du, Holle hat mir auch gesagt, dass er das nicht cool fand, den letzten Teil so. Ich persönlich hätte das absolut nicht gemacht, um dich irgendwie zu beleidigen oder niedrig zu machen, sondern einfach, weil ich das meine persönliche Ding war, was ich gehofft habe, dass wenn du das siehst, dass du vielleicht so unterbewusst sagst, ja, vielleicht ist ein bisschen was dran, dass du vielleicht ein bisschen drüber nachdenkst. Aber ich wollte dich damit auf jeden Fall nicht beleidigen, deswegen habe ich es extra so genannt, dass es meine persönliche Meinung ist, meine persönliche Vermutung. Und ich hoffe, das kam bei den Leuten auch so an. Du hast mir gesagt, dass du nicht missgünstig bist. Kann natürlich sein, dass die Leute das deshalb gesehen haben oder vielleicht, habe ich dir gerade eben auch schon gesagt, so die Leute, du sagst, gibst mir Tipps und dann kommt in deinem Statement so, yo, er hat die Tipps umgesetzt und so weiter und so fort und dann fangen die Leute so, ey, du gibst den Tipps und dann setzt die zu gut um und dann bist du sauer, bist du deswegen missgünstig und so weiter. Ja, und so bei mir kam es eher so rum, dass du die Tipps schon umgesetzt hast, aber nicht so, wie es mir vorgestellt ist, sondern so umgesetzt hast, dass es, sage ich mal, mehr in meine Richtung geht. So kam es mir, sage ich mal, aus meiner subjektiven Meinung, sage ich mal, vor. Okay. Ja, ist jetzt scheiße gelaufen, sage ich ehrlich. Guck mal, ich muss auch jetzt sagen, wo wir hier sitzen, ne? Mhm. Es ist halt immer noch anders gelernt, nachgedacht gesehen. Von meiner Seite aus, du hast ja wirklich probiert, was zu machen. Ich habe da wirklich sehr viel abgeblockt. Ich dachte halt damals so, ey, ich blockiere dich. Also war schon aus, wie nennt man das mal, aus den Augen, aus dem Sinn so mäßig, weißt du? Mhm. Ja, gut, hätte man anders machen können. Ne? War natürlich nicht nur hätte man anders machen können, hätte ich anders machen sollen, Digga. Was ich so interessant fand, auch die Leute, die haben immer geschrieben, so Kindergarten-Beef. So, das Thema ist ja auch Kindergarten. Das Ding ist aber, wenn man in dem Beef drinsteckt, ist das nicht Kindergarten, Alter. So, ich habe auch schon sämtliche kranke Sportscheiße gemacht und irgendwie meinen Körper gefickt. Aber, Digga, bei der Sache, mir ist einfach so random seit Jahren einfach Nase rausgelaufen tagsüber, weil ich einfach so einen hohen Blutdruck hatte, weil ich so unter Druck stand und sowas. Mhm. Oder ich konnte nicht einschlafen mit einem 100er Puls und sowas. Also das ist schon so, ja, macht dann schon ein bisschen fertig, so eine ganze Geschichte. Ja, safe, natürlich. Aber wie war es jetzt, sage ich mal, auch wenn es jetzt komisch anhört, wie war es jetzt so die Zeit für dich? Es ist ein Monat fast her, auch wenn es schnell die Zeit vergeht. Als es raus war, war ich ziemlich froh, weil dann war es einfach durch. Nee, aber ich meine in dem Sinne, ja, aber war es dann wirklich so wie ein Steak? Hast du durch für dich, aber ja. Hast du doch drüber nachgedacht, dass, ey, oder hast... Nee, ich war einfach froh, ich sag dir ganz ehrlich, weil was mich richtig abgefuckt hat, ist, dass ich 4 Monate lang oder noch mehr, ja, 4 Monate irgendwie sowas, das immer so in mir drin hatte und immer wusste so für mich selber so, ey, Digga, ich hab dem nichts getan, wir waren befreundet aus dem Nichts einfach so und du kriegst die ganze Zeit eingeschenkt und hat mich das abgefuckt, dass du dann auch noch so, die Leute kriegen davon nichts mit, ich darf nichts sagen, so, ich durfte nicht irgendwie über irgendwas reden, so, ich hätte das einfach gern halt so transparent gesagt, ey Leute, mit Evani und mir ist getrennte Wege, so, das war's und so weiter und so fort und dann habe ich das einfach nur gesagt, dass wir getrennte Wege gehen, boom, und dann kommt so bei dir im Stream, ja, er schießt, dann ging es ja immer so weiter und so weiter und so fort und das hat mich dann so abgefuckt, dieses so nichts sagen können, dass man so, dass ich nichts sagen konnte oder nichts gesagt habe und dann, als ich alles rausgelassen habe, da ging es mir dann besser, so, weil ich wollte es einfach irgendwann rauslassen. Okay. Ja, ich verstehe, ich wollte aber eigentlich eher, also, danke, deine Meinung, ich meinte eher, in dem Sinne hast du sehr viel Hate erfahren, geht's dir schlecht, oder sag ich mal, in dem Sinne. Sei jetzt immer ganz ehrlich, im Nachhinein gingst du ja, sag ich mal, als Sieger vor. Nein, aber lass mal, du gehst ja sagen, ehrlich, also wahrscheinlich jetzt mal bei die, wie soll ich sagen, die ging's ja jetzt, also ging's ja nicht schlecht oder so, aber oder gar nicht. Weil ich hab dir schon erzählt, das Problem ist, Leute, wir haben mit Julia ein privates Mal geredet, bevor wir Kamera und alles machen. Mhm. Mir ging's ja wirklich schlecht, und jetzt bereite ich jetzt auf die Tränendrüse und sonst was drücken, war echt eine scheiß Zeit, sag ich dir ehrlich, Digga. Klar, natürlich sind das vielleicht nur 200, 300 Leute, die dann schreien, du bist nur und so. Und die haben deine Mutter angeblich gefickt. Aber halt, natürlich tut es dann irgendwann weh, ne? Auch wenn Leute halt dir schreiben, ey, ich bin enttäuscht von dir oder du hast ein falsches Gesicht oder so eine Scheiße. Ich habe auch nochmal extra, also ich hatte das bei dir auf deinem Kanal gesehen, da hattest du irgendwie so ein ganz anderes Video hochgeladen, habe ich schon gesehen, wie viel Kommentare das ist. Ich weiß gar nicht, wie mein Spam-Order voll war, ne? Mit Franklin. Ich böse, ich habe es auf die Blacklist auch getan, weil du kannst halt immer mehr lesen, Digga. Scheiße, Licht ist ausgegangen. Alles gut. Achso. Schau, man sieht es noch. Digga, du machst ja YouTube am Ende des Tages den Kommentaren, weißt du, wenn du deinen eigenen Kommentar nicht mehr gucken kannst, ne? Das ist ja das pure Horror gewesen. Ich sag dir, ich habe dir auch Julian schon gerade gesagt, deswegen. Ich hatte echt ein bisschen Loch, ne? Das ist ja wirklich, ich lade ja immer sonntags hoch. Ich weiß nicht, wie sie das verfolgt hat. Ich habe dann teilweise sogar dienstags hochgeladen, weil ich so hinterhergegangen habe, weil ich halt, ich konnte nicht schneiden, Digga. Ich war nicht fähig zu schneiden, so. Mhm. Und das war ein Scheiße, so, dass du nicht mehr diese Motivation hattest, diese Leidenschaft, um Videos zu schneiden, weil du dich halt wirklich so gehasst vorkamst. Also in dem Sinne, ich habe mir nicht dein Bein gebrochen oder dir die Fresse eingeschlagen. Ach, ich habe überlegt, Leute, wenn ich herkomme, Julian in die Fresse einschlage. Seelische Schmerzen. Ich habe mich dagegen entschieden. Als körperliche Schmerzen. Safe. Ne? Das war wirklich, also ich sag, für mich war es eine Scheißzeit auf jeden Fall. Freue mich, dass es besser lief. Auf jeden Fall, den letzten Monat muss ich sagen, das war wirklich einer der schlimmsten Monate, die ich je hatte, Alter. Aber, Digga, ich wollte das nicht, also zu 100% nicht. Nee, aber ich sag, ist ja doch. Ich habe noch extra eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, die Leute sollen bitte ganz. Ja, aber du kennst die Leute doch am Ende des Tages. Na, ja, natürlich liegt es ja nicht mehr in deiner Hand.
Aber natürlich, dann die Leute schreiben dann Kommentare und sagen, ey, die sind das, bla 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 bla. Ja, es war also am nächsten Tag, da habe ich es extra gesagt, bitte hört auf damit so. Die sollen das nicht machen, fertig. Ja, klar, aber ich muss auch sagen, ist dir mal aufgefallen, was krass ist? Die Leute lieben aber echt beefen, das ist wirklich krank, ne? Also ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, Alter, das ist ja wirklich krass, wie dann plötzlich aus dem Nichts irgendwie du, keine Ahnung. Ich gucke zwar selten noch meine Storyviews bei Instagram, weil Instagram, sag ich mal, jetzt vielleicht nur Nebensache ist, aber keiner hat irgendwie so, hatte ich irgendwie, keine Ahnung, fast 60.000, 70.000 Storyviews, so richtig krank, weil jeder dann irgendwie wissen will, ah, okay, wie läuft's. Kenn ich von selber, ich gucke auch gerne Trash-TV, ne, so. Ich weiß nicht, bei dir jetzt, ob du das gemerkt hast, dass Leute halt richtig Bock auf FIFA anscheinend haben. Ja, Interesse ist auf jeden Fall größer, aber. Ja, aber nicht schön. Das ist nicht wert, so. Nein, weißt du? Aber das muss ich auch sagen, ich find's krass, dass einige das echt davon, zum Beispiel die ganze TikTok-Generation, ne, die ziehen das alle durch. Ja. Die ziehen das echt durch. Du hast da, die Werbeeinnahmen spendest du aber auch, ne? Die spende an jeden hier. das Video wird ja gar nicht monetarisiert wahrscheinlich. Achso, aber hast du das andere Video monetarisiert? Ja. Das muss auch noch spenden. Ja. Das musste gespendet werden, weil das war mir wichtig, dass sich niemand an der ganzen Bescheid. Also, ja, das ist kein Problem, das kann man gerne spenden. Nein, weil das finde ich, das ist das Letzte, was man. Es gibt wirklich Leute auf YouTube und wie du sagst, auf TikTok, die machen so eine Scheiße, um sich zu bereichern. Ja, klar. Das muss man mal. Die leben ja wirklich davon. Die leben von so einer Scheiße. Und schau mal, das Schöne ist doch, dass wir das nicht nötig haben und dass wir das so klären können und so weiter und so fort. Und das hat mich richtig gefreut, weil, wie du schon sagst, das hat richtig viel Reichweite bekommen. Ich glaube, mein Video hat auch 1000 irgendwas Euro Werbeeinnahmen gebracht. Mhm. Und schon mal, davon geht dann, wird dann noch am Ende was Gutes irgendwie kommen. Also immer noch Beef-Dokus. Nein. Nee, Bock, abschließend, sorry, dass so ein wirres Video ist. Ne? Wir haben halt schon vor der Kamera die ganze Zeit alles geredet. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich sage ich mal, ey, sorry, Julian, ich habe wirklich, das war scheiße von mir. Mhm. Ich habe dich behandelt. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht in einem Jahr wieder so ein Video gesandt ankommt. Nee, das wird absolut klar. Aber dann machen wir die drei noch voll, Alter. Dann machen wir die drei machen wir noch voll mit Vorwarnung. Nein, aber keine Ahnung, Leute schreiben ja auch, ey, mach dir nochmal Videos zusammen hier hinter. Mhm. Du hast ja gut gesagt, kannst ja auch immer mal sagen, dass du halt sagst, hey, natürlich ist das Vertrauen ein bisschen kaputt und hier und da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht direkt küssen. Mhm. Aber dann kommt es ja irgendwie scheiße. Du kannst mir jederzeit schreiben, wenn du möchtest. Mhm. Das kann ja langsam annähern, sag ich mal. Alles easy, ja. Nein, also ich habe zu Ivanio gerade eben gesagt, so, weil er hatte gefragt, so machen wir jetzt weiter. Wie so eine Beziehung, so. So, aber jetzt hat mich voll, really, dass ich auch irgendwie, als hätte so Schluss gemacht, wie so eine Freundin, so. Ja, Digga, das ist halt so, wenn man, wir hatten ja unsere, ich habe dich ja schon immer gefeiert und sowas und dann hatten wir so ein bisschen so Beef, dass du dann so über, so, da, ich habe das ja die ganze Geschichte erzählt, also wir so Beef, dann ausgesprochen, dann Freundschaft, mhm. dann Beef, jetzt wieder ausgesprochen, so. So, das ist halt so, ein Seil kann man zerreißen, man knotet es zusammen, man wird aber immer den Knoten sehen, weißt du? Oder wenn du einen Teller hinfallen lässt und zusammenklebst, der Teller bleibt dir trotzdem gerissen. So ist es, ja, so ist es. Mal gucken, aber mal schauen, was die Zukunft bringt. So, einfach, ja, aber es kommt, wie es kommt. So, ich hab's ja auch schon vorher gesagt, es ist komisch. Ich muss sagen, es war erst sehr komisch, dich zu treffen, ne? Mhm. Aber ich mag dich ja wirklich. Das ist eine komische Kamera noch. Ja, ich glaube, man kann auch nur, wenn man jemanden eigentlich auch mag, auch so viel Hass, ja. so viel Wut spüren, weißt du? Ja, stimmt. Weil immer, wenn du auf jemanden so Emotionen hast, dann ist eigentlich auch in dir selber was drin, was dich triggert, so, weißt du? Mhm. Und dich triggert nichts, wenn dir eine Person im Arsch vorbeigeht, weil manchmal ist man auch so, wenn ich sehe es ja selber, so, man ist vielleicht ein bisschen neidisch irgendwie auf irgendwas oder so. Ich sehe das selber, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe mit Holle schon mal drüber geredet. Holle auch, liebe Grüße gehen raus an dich, Holle. Holle meinte auch mal so, ja, manchmal ist man einfach so auch auf seine eigenen Freunde ganz kurz für eine Sekunde neidisch. Mhm. Man guckt irgendwas, man ist ganz so neidisch und dann denkt man sich, ah, Digga, ist so ein Kumpel, und dann pupp, wer verpufft so. Ja, das ist halt ganz normal so, Digga, wir sind alle Menschen. Ja, ne? Natürlich ist das ganz normal, aber ja. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja, alles nice, es ist schon mal wichtig und geil, dass wir uns ausgesprochen haben und dass wir uns in die Augen gucken können und mal schauen, was die Zukunft bringt, würde ich sagen. Ja, jetzt können wir klären auch das beim Boxkampf. Beim Boxkampf. Das haben manche Leute geschrieben, ne? Boah, ich sag dir ehrlich, das würde ich nicht gegen dich machen. Also, sind wir ehrlich, du würdest mir die Fresse einschlagen. Ich habe auch gefragt, wie kommt man? Also, aber du bist schon motiviert, habe ich gemerkt. Du hast Bock auf so eine Scheiße. Also nicht gegen mich jetzt. Ja, safe. Gegen Box natürlich. Safe. Boah, ich würde das nicht machen, Alter. Außer gegen Tanzverbot. Gegen Tanzverbot würde ich machen. Ja, ich habe gesagt, du gegen Tanzverbot. Das wäre lustig. Das wäre ein geiles Battle. Du gegen Tanzverbot, das wäre ein fairer, geiler Kampf. Ja, glaube ich auch. Das wäre echt lustig. Ja, okay. Was soll ich sagen, Digga? Scheiß das drauf, ne? Ja. Also, ich scheiß drauf, ist jetzt geklärt, sag ich mal. Ist geklärt. Jeder hat wahrscheinlich erstmal seinen Weg. Genau. Aber man kann aber in München bilden. Ihr könnt das Ding abhaken und ihr könnt aber trotzdem noch weiter lustige Kommentare bezüglich. Ja, dieser Run-Joke würde schon jetzt ewig bleiben, Digga. Aber auch, was hast du gesagt? Was hast du für gesagt? Was für ein Joke du einfach wolltest mit Bahnhof abholen? Ja, du hast mir auch beim Bahnhof abgeholt. Nee, das ist mit Videocloud-Ding. Ach, darum ging es mir doch nie, aber es wird jetzt ewig einmal bleiben, wahrscheinlich, Digga. Der Joke wahrscheinlich hängen. Aber ist okay. Ich finde es trotzdem schön, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir es jetzt einfach jetzt geklärt haben, Digga. Fühlt sich eigentlich ganz gut. Fühlt sich echt mal erwachsen an, muss ich sagen. Fühlt sich gut an. Fühlt sich geil an, erwachsen zu sein, ne? Ja, fühlt sich geil an. Geil! Das ist das einzig Geile, was an erwachsen sein. Ja, außer Steuern. Ja, okay, Leute, tschüss. Schau mal wieder vorbei. Ciao. Der macht ähnliche Videos wie ich. Jetzt kann ich drin lassen, Alter. Das denken Leute, ich verarsche dich. Da kannst du schon drin lassen. Okay, küsse.